Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 39 von Astronier. Ja, wir müssen schauen, dass wir hier die Geschichte haben mit dem Wolfram und dem Eisen und weiß ich, was das dritte war. Aber das kriegen wir alles nicht auf dem Planeten hier, habe ich gesehen. Das heißt, wir müssen irgendwie wegkommen hiervon. Da brauchen wir irgendwie einen Flugkörper. Irgendwie einen Shuttle oder eine Rakete, damit wir hier wegkommen. Das müssen wir in dieser Folge halt irgendwie rausfinden, wie das geht. Oder einfach mal gucken, was wir für Aufträge haben, die wir hier noch erledigen können. Ich würde sagen, wir schauen dann in der Folge nach dem Intro weiter. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt hier unterwegs. Da vorne sehe ich einmal keinen Strom. Das bedeutet, wir müssen erstmal Biomasse haben, damit wir da weiterkommen mit der Forschung. Die müssten wir mal gucken, dass wir hier irgendwo Biomasse haben. Hier ist schon Biomasse, sehr gut. Holen wir den, das ist E und nicht Q. Der Hammer ist da wohl dran. Das heißt, wir können das hier abbauen. Und kriegen Biomasse für unser Gerät. Natürlich da vorne auch genug. Vielleicht hätte ich mal Dingens mitnehmen sollen, wie heißt es? Den Trecker, ne? Hier sind auch noch Forschungsproben, 3 Stück, ne? Ich weiß nicht, wer es war. Irgendwer hatte geschrieben, Alexander oder Dean, einer von den dreien hatte geschrieben, ich sollte mal hier die Forschungsstation nehmen, machen den Arm da dran, ne? Und dann kann er da immer reinladen. Generator auch dran, ne? Und dann geht's, oder? So, da haben wir jetzt einen zu viel produziert. Jetzt müssen wir zurück. Sauerstoff haben wir auch nicht, das heißt, wir gehen mal hier an diese Linie ran. So, jetzt geht es wieder besser. So, und dann müssen wir das hier hinsetzen. Ah, ist schon beides leer. Jetzt geht die Forschung wieder besser voran. Rucksack auf. Den da auch noch einsetzen. Den dahin und den auch dahin. Gut, dann hat das geklappt. Jetzt haben wir wieder Forschungsmaterial bzw. wieder Strom für die Forschung. Jetzt lass uns mal gucken, was steht denn hier noch so drin? So, Sauerstoff, Dynamit, dafür brauchen wir Forschungspunkte. Dann kriegen wir dieses QTRTG. Hatte man auch geschrieben, dass man das aus diesen Kapseln vielleicht kriegt, aber hier auf jeden Fall. Produziere Schrott, nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu halten. Ja, kann ich nicht nutzen, weil die Rohstoffe kann ich hier nicht kaufen. Das heißt, das brauchen wir gerade hier nicht. Silbergehäuse gescannt, 2 von 5, suche nach Galastropoden, erfordert Datenfinale und scanne die abgeworfenen Gehäuse in den Wäldern von Silvia. Das heißt, ich musste da noch welche haben, da kriege ich ein leeres Terrarium für, okay. Können wir zwischendurch immer machen. Drucke kleine Shuttle, drucke und installiere Oxygenator in Shuttle, drucke und installiere Feststoffdüse. Das müsste jetzt das sein, damit ich vom Planeten wegkomme, oder? Wenn der Shuttle dann hochfliegt, das weiß ich aber nicht. Wolfram können wir nicht, müssen wir an anderen Planeten. Lithium ist jetzt auch nicht so gerade möglich. Drucke mit Hilfe einer mittleren Ressourcenkanister. Wo drucke ich einen mittleren Ressourcenkanister? Gute Frage. Gibt 500 Bytes. Mittelgroßer Drucker. Muss ich erstmal gucken, wo ich den überhaupt erforschen kann. Ne? Autoarm. Mittelgroßer Generator. Da habe ich das auch noch gar nicht erforscht. Ne? Ressourcenkanister wird hier gefragt. Das was für Bohrer, Feststoffschubdüse, Hydrazinschubdüse. Da muss ich wahrscheinlich das noch alles haben für einen Shuttle oder sowas, ne? Also das gibt's hier noch nicht. War das hier schon? Nee, ne? Naja. Großer Schredder, ne? Plattform. Großer Ressourcenkanister. Ich brauche einen mittelgroßen.
Warte, wenn hier ein großer Ressourcenkanister ist, dann müsste der mittelgroße doch hier sein, oder? Plattform. Wo kriege ich denn den mittelgroßen Kanister her? Das muss doch hier sein, oder? Die Plattform waren es nicht. Mittelgroße Kanister. Ne, da waren wir auch schon. Da ist er. Kunststoffeimer und Glaseimer. Ist schon freigeschaltet. Und hier auf Stufe 2. Wo kriege ich dann den mittelgroßen Ressourcenkanister gedruckt? Hier? Ich glaube nicht, oder? Da war der kleine Kanister, also schon mal hier nicht. Ist es dann da? Handelsplattform, ne? Buggy, großer Drucker, Schmelzofen, Erzentrikot, Chemielabor, Forschungskammer. Großer Plattform. Ne, da bin ich schon durch. Da hinten fehlt es an Strom, okay. Schon wieder die Biomasse leer, ne? Aber im Rucksack, der kann es nicht sein, oder? Da bin ich schon durch. Wie das heißt, das muss im großen Drucker sein, oder was? Habe ich schon einen? Ich glaube, ich habe gar keinen, ne? Wohl nicht. Und kann ich hier den großen Drucker drucken? Ich glaube schon, ne? Da ist er. Dreimal Gemisch. Einmal hätten wir da. Und oh, was hat er jetzt gemacht? Ach so. Ich darf da nicht was in der Hand haben. Und kriege ich den da jetzt drauf? Das geht jetzt nicht, oder? Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt kriege ich es aber hin, oder? Ey, das ist nicht wahr, ne? So, jetzt geht's. Und druck den mal. Jetzt drucken wir einen Drucker mit einem mittleren Drucker, einen großen Drucker. Gut. Was liegt da noch? Glas, das können wir jetzt mal hier hinpacken. Und das andere war noch Keramik, kann auch hier hin. So, das ist schon mal gut. Aber wir haben wahrscheinlich wieder keinen Strom mehr fürs Forschen, ne? Genau so ist es. Wo kriegen wir denn Strom her? Solarzelle. Generator haben wir. Solarzelle und Windrad. Das war hier zu drucken, ne? Nee, war noch nicht hier zu drucken. Dann bestimmt im kleinen Drucker. Also das Grünzeug funktioniert nicht so schnell, so gut, wie ich mir das vorstelle.
Roboter 001. Der würde auch was tun wahrscheinlich für uns, ne? Kosmische Kugel. Kanister, Stromverlängerung, Verteiler, mittelgroßer Generator. Ne, den brauche ich nicht. Ich brauche Solar- oder Windrad. Ist wohl noch nicht. Oder wäre das da drüben? Habe ich das eben hier gelesen? Könnte auch sein, ne? Großer Drucker? Ne, will ich nicht. Nee, dann war das noch nicht erforscht wahrscheinlich. Strom ist alle. Lass uns mal gucken, dass wir erstmal Strom kriegen. Der Hämmer ist dran. Oh, ist schon daneben liegend. Gut, reicht. Ah, das war die falsche Taste. Wieder hier hin hüppen. Und weitergelaufen. Und hier reingepackt. Ja, klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Er belädt den auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Irgendwas ist fertig geworden. Da hat es gejingelt. Ah, der ist fertig geworden. Ja, wir müssten gucken, dass wir noch ein paar Forschungsproben auf jeden Fall holen, ne? So, wo war das mit Forschungsdingern? Vielleicht hier links? Oh, da sind schon drei Stück. Na super. Na. Jetzt habe ich gar kein Lager da drauf, ne? Da vorne ist bestimmt auch noch einer dran. Ne, doch nicht. Aber hier ist ganz viel Biomasse. Die bauen wir doch mal ab. So, wie viel kriege ich noch mit? Drei, vorne noch einen, vier. Und im Rucksack ist, glaube ich, alles voll. Also nur noch ein. Gut. Entschuldigung. So, haben wir einen Wagen voll. Hat aber auch noch einer. Hier müssten wir mal die Löcher zumachen, ne? So, absteigen. Und auffüllen. Da müssen wir mal ein bisschen rumgehen. Sonst packt er uns nämlich den Rucksack voll. So, da hinten ist noch ein Forschungsding, da kommt auch noch einer rein. Da können wir auch. Ne, da machen wir einen rein. Ja, ich wollte eigentlich das. Passt schon. Machen wir so. So, wir haben Strom, wir forschen wieder. Wie viele Forschungsgeschichten haben wir denn jetzt hier zusammen erstmal?
Das können wir hier gucken. 1500 Punkte und läuft noch. Mit der Kanister für Flüssige und Erde. Mittlere Gaskanister? Nee, brauchen wir nicht. Feldunterkunft? Nee, hier nicht. Mittlere Ressourcenkanister. Da haben wir schon alles erforscht oder was? Nee, können wir erforschen mit den Punkten. So ist das. Netzschalter, nee. Da fehlen uns die Forschungspunkte, ne? Hier mittelgroße Windturbine und mittelgroße Batterie und sowas. Und da ist bestimmt auch noch der Ding ins Solarpanel, ne? Ne, doch nicht. Wo ist Lager? Was haben wir hier? Mittelgroße Buggyhupe. Okay, die brauchen wir jetzt nicht. Bohreranpassung ist jetzt gerade nicht so gewünscht. Hier können wir eine Bahn bauen, aber die wollen wir jetzt noch nicht bauen. Da war nix. Mittelgroßes Silo, 1300. Plattform brauchen wir nicht. Da ist das Solarmodul. 2000 Punkte, ist aber noch nicht fertig. Netzschalter? Nee, will ich nicht. Autoarm, den kann man da forschen. So, den müssen wir erst noch erforschen, aber okay, naja. Ich würde sagen, das machen wir erstmal nicht weiter da. Wir haben da die Forschungspunkte am Laufen, der macht das drauf. Diese Probe ist da. Wir müssten da, wo wir eben diese drei Weggaben geholt haben, dieses Teil vielleicht hinstellen. Damit das dann klappt, ne? Dass wir einen Autoarm daneben stellen und dann geht's, oder? Der ist fertig jetzt hier. Jetzt müsste ich den eigentlich einpacken wieder, ne? Dafür brauche ich so einen Anpacker. Okay, ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Guck zu, dass ich dieses Plattform und dieses Teil zusammenbaue, das an dieses Teil dahin stelle, mir wahrscheinlich diesen Autoarm nehme und den auch dahin baue, so dass der automatisch immer befüllt wird. Dann brauche ich noch ein Solarpanel oder sowas, damit ich da Strom kriege. Ne? Das muss ich irgendwie daneben machen. Wind und Solar sind dafür geeignet. Das hatte, ich glaube, der Alexander geschrieben oder war es der Dean? Ich weiß es nicht mehr. Einer von den beiden auf jeden Fall. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.